Und natürlich geht's direkt weiter. Mit Forbidden West. Du meintest, es war Teil der roten Raubzüge? Die Schlacht der brennenden Blüten. Amadis gehörte zur Kaja-Armee, die nach Westen vorstieß. Seine Division griff die Tenakt an. Aber sie unterschätzten die Stärke des Feindes. Es war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Tja. Das hat ihm wahrscheinlich nicht gut getan. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Wer weiß. Gibt bestimmt ein paar Leute. Keine Sorge. Wir werden ihn finden. Die ihm das ein oder andere nicht verzeihen. Eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nie. Das hier ist das Feld, wo die Tenakt die Kaja abgeschlachtet haben. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Yep. Aber erstmal wieder ein bisschen... Spuren vielleicht Osser haben. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Sehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osseram hier? Spuren. Nicht Osseram, vielleicht Kaja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Kalana, ich glaube, ich hab hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Das ist schön. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Sieht aber nicht un... Hier waren sogar Schlachten. Interessant. Alte Panzer, die gegen die Vernichter und Verderber gekämpft haben. Die Metallteufel sozusagen. Interessant. Also hier tobte einst ordentlich Stress. Und hier haben sich die letzte Bastion der Menschheit noch versucht, irgendwie ein bisschen... Zeit zu kaufen. Wildbohnen. Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Hallo, aber ich will erstmal dein Lager plündern. Super. Keine Angst. Ich bin kein Kaja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen. Genau genommen suchen wir jemanden. Na gut, bei den zwei süßen Mädels würde ich auch nicht so böse sein. Und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenakt. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenak zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenakt-Kerker. Oder Kaja-Friedhof. Je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osseram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld. Die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Wenn ich mich zurücklehne, zu den Bergen. Danke, Lel. Muss ich das Mikrofon anders da halten, weil ich keine Lust habe, mich hinter dem Ding zu versch... Ich keine Lust habe, dass das Mikrofon mein gesamtes Gesicht verdeckt. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Macht es aber vielleicht. Wer weiß. Im Hintergrund, als hätte ich es dafür gekauft.
Latopolis. Okay, begib dich zum westlichen Kamm. Das machen wir. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenakten haben stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht, vielleicht. Also Holz findest du... Da vorne. Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Echt viel. Lauf, Mädchen, lauf! Schneller! Ich glaube, ich habe bei Zero Dawn echt ein gute Quest vergeigt. Ein Panzerschnapper. Er hat uns noch nicht gesehen. Wir können es benutzen. Habicht und Rosse. Wie in alten Zeiten. Säure bewirkt viel Schaden an dieser Maschine. So viel zum Thema Säure bewirkt viel Schaden. Arschlecken. Wo ist der hin? Aua! Du Lümmel! Sollte Säure nicht viel Schaden bewirken? Alter. Ja, unterm Boden. Alter Schwede, was ein Koloss. Aber das mit dem Boden hätte jetzt nicht sein gemusst, finde ich. Aber gut. Von mir aus. Sieht aus wie ein Einsturz. Sehen wir uns mal um. Lass mal meine Pfeile fertig machen. Fuchs! Hat jemand Hunger auf Fuchsverschnick? Frisch vom Tiere in meinen Mund. Macht den Bauch dick und kugelrund. So, erstmal speichern. Beutel wieder frisch machen hier. Das schaut ja aus. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Ein Osaram. Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, so, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Ach Quatsch, du doch Bitte, nicht. Nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde?
Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Okay. Dir auch. Die war süß. Ja, okay. Talana scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Aber ich glaube, wir kommen zurzeit nicht an den Bergen vorbei. Bist du dir sicher? Man braucht eine Art Code, um die Tür zu öffnen. Offenbar kann ich zurzeit nichts machen. Schade. Gesichtsbemalung, Kaja-Schatten freigeschaltet. Ja, brauche ich nicht. Ich würde sagen, Nebenquest. Nee, das ist weg. Da mache ich mal Schatten im Westen. Die 400 Meter kann ich auch rennen. Das war ein Vieh, ne? Liegen auch noch Sachen rum. Ein Stein. Obwohl, es sieht eigentlich schon ganz cool aus. So hier in der Wüste so ein bisschen trostlos und dann... Hallo, interessante Blume. Euch nehme ich alle mit. Nehme ich mal mit, was ich kriegen kann, in der Hoffnung, dass ich beim nächsten Besuch der Werkbank einfach gut gewappnet bin. Können ja nicht hier die Mutti schlagen, den Papa töten und das Fuchsjunge dann hier verrecken lassen. Wenn schon, denn schon. Gleichberechtigung, wir hauen alles klar, kurz und klein. Er hat gesessen. Das war... Boah, komm schon. War mitten ins Gesicht. So, weg damit. Ich habe so das Gefühl, das Bild hat sich geändert, aber warum? Dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Ich bin hier gerade mein Fokus gestört. Diese Lümmel! Es kommt mir so vor, als hätte man die Helligkeit des Monitors gerade mal eben ein bisschen erhellt. Hallo, Uhu. Hätte ich gesehen? Hätte ich im Sperr begrüßt. Da war der Uhu wohl zu schnell. Bin mir nicht ganz so sicher, was hier so abgeht.
Bin ich ja nicht hoch? Nö, ne? Schade. Die Frage ist nur... Das haben ja Menschen erbaut. Ich sehe nichts. Wer auch immer in den Ruinen ist, will keine Besucher. Das sind also Gefangene. Komm mal her, du Lümmel. Ja, natürlich. Ist klar. Och, komm schon, das ist doch lame. Hauptsache Maschinengewehre. Da ist die, da. In den Sack. Wo ist hier jetzt der andere hin? Ich will sie haben. Legen wir los? Du gehst nach da. Du suchst dort. Ich fange hier an. Uns entkommt keiner. Das ist schön, dass sie da alle unten rumgeiert. Okay, besser. Trink. Hey, hey, wo bist du? Alles absuchen. Ich will, dass der Täter gefunden wird. Augen auf! Lass dich nicht auch umbringen. Sind gefühlt nur die zwei. So, und der andere pimmelt hier rum. Die anderen zwei. Eclipse, ich muss in diese Ruinen kommen und herausfinden, was sie vorhaben. Wir haben nichts Gutes vor. Ich muss mich um die restlichen Eclipse-Wachen kümmern. Das kriegen wir hin. So. Ich will nicht
Irgendwie habe ich das Gefühl. Jetzt muss ich in diese Ruine. Beenden, was auch immer besser macht. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die unbedingt hier, dass die Entwickler einen unbedingt hier auf dieses Dingsbums schleudern wollen. Unbedingt Sperrkampf. Der fühlt sich so viel leichter an, als wenn du mal schön. Die behalte ich als Vorrat. Sneaky Bogen machst. Was ein bisschen schade ist, weil mir hat es echt gefallen. Naja, geben dem. Ich hab das Spiel sowieso gekauft, also. Zurückgeben kannst du das Spiel ja nie. Das haben sie sich ja fein ausgedacht. Dementsprechend. Ich finde, es müsste so Gesetze geben. So einheitliche Gesetze, dass wenn ein Spiel scheiße ist, dass du es dann komplett zurückgeben kannst. Egal wie lange du das hast. Weil manchmal ist. Sind wir mal ehrlich, wie es ist, ne? Manchmal erkennt man halt auch erst nach mehr als 2 Stunden, ob das Spiel scheiße ist oder nicht. Und das wissen die Entwickler meistens auch. Deswegen sind die Tutorials meistens immer so unendlich lang. Ich kann dir reinhelfen. Lass uns reden. Dementsprechend finde ich das halt ein bisschen schade. Aber das scheint so eine Masche zu sein. Ich kann dir hochhelfen. 1 Stunde Tutorial, dann gibst du dem eine Chance und dann bist du schon so weit, dass du nichts mehr machen kannst. Sie geht von der Seite nicht auf. Ist irgend so ein Spezialschloss. Eclipse-Bastarde. Das war's für dich. Also, Vesri hat tatsächlich eine Festung gefunden. Hör zu. Du willst die aufhalten? Du könntest über das obere Gerüst rein. Die Südmauer ist noch nicht komplett verstärkt. Vesri hockt auf der anderen Seite der Grube. Wer bist du? Und die anderen? Ich bin Yeth. Wir alle sind Utaru. Die Eclipse macht die Grenzen von Reinklang unsicher und entführt unsere Leute. Ohne dich hätte ich mich totgeschuftet. Die anderen sind weggerannt. Kriegen die das hin? Die laufen nach Reinklang. Ich denke, die werden das schon schaffen. Ich sorge mich mehr um die, die noch drin sind. Die sind Schuften oder in der Zelle. Ich schau mal, ob ich sie finde. Die Eclipse hat dich entführt. Ja. Vor ein paar Wochen war ich Kundschaften, als sie mich fanden. Kundschaften? Naja, eigentlich war ich auf der Suche nach Schrott. Im Moment ist es in Reinklang nicht sonderlich schön. Gibt kaum Essen. Kaum was zu tun. Natürlich ist es 1000-mal besser als das hier. Nächstes Mal bleib ich lieber daheim. Ja, dann wollen wir mal reingehen. Weißt du, was mich da drin den Leuten erwartet? Eclipse-Schergen, Killermaschinen, gefährliche Waffen der Alten. Was denn für Waffen? Was weiß ich denn? Die haben mich immer nur verprügelt. Ihr Anführer faselt ständig. Etwas von der uralten Macht des Todes. Das klingt ziemlich übel. Du solltest wohl besser zurück. Und meine Chance auf Rache verpassen? Ich will helfen. Dann bleib hier und überlass das Kämpfen mir. Wenn ich da drin wen rette, freut er sich über ein freundliches Gesicht. Dann sei das Glück mit dir. Ich genieße wohl einfach das Spektakel. So in etwa. Ich glaube, das geht dem Jungen so richtig gegen den Strich. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich vielleicht hier reinkomme. Oh ja, ich muss mich komplett außen rumschleichen. Ich habe aber auch nicht zugehört, was für eine Himmelsrichtung der jetzt meinte. Du kannst dich überall festhalten. Warum nicht hier? Ich glaube nicht, dass ich auf diesem Weg hier rein sollte. Was ist los? Ich habe nichts gesehen. Ganz still halten. Keinerlei Spuren. Das war Zeitverschwendung. Ja, schlimm, ne?
Warum? Es muss doch einer mal rumdrehen. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Und bald ernten wir unser Schicksal. Na dann. Wie, Heilbeutel ist voll. Vorrat schadet nie. Errichten wir das Fundament unseres Imperiums. Wir Privilegierten werden über Tausende herrschen. Warum habe ich den kaum Damage gemacht? Das ist ein Scharfschussbogen. Na klar. Wo ist jetzt der Rest? Jetzt kommt die Rache. Das tat weh. Konnte das denn jetzt nicht getroffen haben? Seht ihr mal, wie verwirrend das ist, mit 50 Milliarden Waffen rumzufahren? Müssten mit einer Stromquelle verbunden sein. Wahrscheinlich in dem großen Gebäude. Ich wette, dass ich ihn dort finde. Weiß zwar nicht, was das alles gewesen ist, aber es war nicht gut. Das geht auch schlechter. Hoppa, was geht's? Ich habe eine Vierteltonne Metall über mir und vielleicht noch drei Rippen. Die Aerosolbombe ist nicht gezündet. Dann sind die Ingenieure tot. Ich muss mich rausschneiden. Das wird wehtun. Aber wie gesagt, was? Aber wie sagt man noch? Sowas macht man am besten selbst. Ich habe eine Vierteltonne Metall über mir und vielleicht noch drei Rippen. Die Aerosolbombe ist nicht gezündet. Dann sind die Ingenieure tot. Ich muss mich rausschneiden. Das wird wehtun. Aber wie sagt man doch? Sowas macht man am besten selbst. Aua! Denkt daran, nur ich kann euch diese Gabe geben. Aua. Werde ich bald brauchen können. Denn ich bin jetzt mehr als ein Mensch. Ich trage jetzt die Macht des Todes. Hier gibt's doch bestimmt irgendwie einen großen Kampf.
So wie das aussieht. Mit diesen ganzen Fallen und hast du nicht gesehen. Männer des Schattens. Blut und Schweiß unserer Sklaven düngen dieses uralte Schlachtfeld. Halt dein Maul. Und bald ernten wir unser Schicksal. Ja, Pfeil im Knie. Also nur noch als Wache arbeiten. Denn eins war ja auch ein Abenteurer wie wir, doch dann schoss Aloy ihm einen Pfeil ins Knie. Dann hat sich das ausgeplimpert. Ah, Vorrat, okay. Die Beeren, die sind voll, das finde ich so toll. Jetzt gehe ich einfach hier hinein und guck, was sich dahinter verbirgt. Utaro-Gefangene. Ich muss sie befreien. Schnell. Eine Fremde? Wer ist sie? Hilfe! Beruhigt euch doch. Ich werde euch befreien. Dank und Segen! Erstmal alles mitnehmen. Zum Glück hat Mutti vom Käfig beschützt. Durchhalten. Ich hole euch da raus. Ihr seid sicher. Lauft so weit weg, wie ihr könnt. Und was machst du? Hier aufräumen. Allein? Das ist der Tod! Sicher. Für die Bösen. Ihr alle, versteckt euch, bis ich hier fertig bin. Und jetzt zu Vesrae. Aha. Ich glaube, das wird kein schöner Kampf. Wenn man sich so schon vorbereiten kann. Zeit ist um. Die Kampfroboter sind draußen. Eingabe von Zündsequenz. Alpha. Charlie. Echo. Scheiße. Sicherheitsschalter bleiben aktiv. Für Manuel bleibt keine Zeit. Es ist vorbei. Ich hab versagt. Lieber Gott, wenn du mich hörst, achte auf mein Mädchen. Die Arme. Ich weiß nicht, ob ich hier sein soll. Ich bin aber gut vorbereitet. Die Kunst der Alten wird allein mir geholfen. Ich meistere ihre Macht und sichere unsere Zukunft. Oder du sicherst erstmal euer Versteck. Ah, die Retterin von Meridian. Wie schön, dass du dich freiwillig... Halt die Klappe, Vesrae. Es ist vorbei. Wohl kaum. Du hast uns aus dem Sonnenreich vertrieben. Aber jetzt rächen wir uns. Okay, na dann mal los. Der Verwüster wird es nicht leichter machen. Ich muss ihn schnell erledigen.
Ja, komm her, du Lümmel! Aua, du Rattengesicht. Kannst du ja echt vergessen, du. So, komm her, du Lümmel durch. Pack den dein Nest, du Kackvogel. Nur wir beide. Noch dabei. Ja, wo ist er? Du bist doch der, der abhaut. Der hatte eben noch keine Maske auf. Willst du mich verarschen? Ein Pfeil ins Gesicht macht weniger Damage als in die Brust. Wie gerne sehe ich dich sterben. Dafür musst du dich schon mehr anstrengen. Nicht hiermit. Im Nu werden wir beide tot sein. Nimm ihm das Ding aus der Hand. Das war ja wohl nix. Deswegen ist er auch da in die Nähe geblieben. Deswegen nehme ich immer Scharfschussbogen. Wer weiß, was der vorhat. Warum hatte ich das jetzt so mitgenommen? Danke, Boys. Geht's dir gut? Ja, ja, das wird wieder. Ich hoffe, dass du diese Schweine verprügelst, aber das ist wunderschön. Die anderen. Sie sollten doch weg, sind sie... Ihnen geht es gut. Sie sind in Sicherheit. Wir bleiben lieber mal hier, bis wir wieder bei Kräften sind. Ich führe alle zurück nach Rheinklang. Danke, Jeff. Hör zu. Manchmal erwähnte Vesre bei seinem Gebrabbel seine Kameraden. Er meinte, sie sollten bald hier sein. Sind wir sicher? Ich weiß nicht. Aber ich finde es raus. So viele waren das jetzt auch nicht. Sieht aus, als ob Vesre hier einige Zeit verbracht hat. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, ob da noch mehr Eclipse sind, um die wir uns kümmern müssen. Treue Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Mhm. Eure Reise endet bald. Sicher. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahllicht. Ja. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Kommt mir bekannt vor. Das war dann wohl der letzte.
Nicht identifiziertes Signal. Da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Meine Nachricht wartet im Schrecken. Wenn die anderen noch leben, werden sie sie finden. Und dann kommen sie hierher. Nicht, wenn ich sie zuerst ausschalte. Und das habe ich. Jo, scheiße, glauben wir. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Ja, ich bin doch dran, Aloy. Guck mal, da ist doch schon mal was. Müssen wir nur gucken, wie wir da reinkommen. Warte mal. Ja. Kann man auch so machen. Fünf Stämme. Fünf Bomben. Das ist perfekt. Wenn ihre Hauptstädte zerstört sind, haben sie keine andere Wahl, als sich mir zu unterwerfen. Eins muss man Vesiri lassen. Er hatte große Träume. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich sollte mit Jeff reden. Ihm sagen, was ich gefunden habe. Ja, gut, machen wir doch mal. So, fünf von diesen Lümmeln. Kriegen wir hin. Und was geht's? Vesiris Kameraden sind tot. Die Eklipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaru dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein durrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Ja, wenn du ein paar Fürsprecher brauchst, ist es gar nicht verkehrt. Ich glaube, wir wollen sowieso da in dieses Gebiet rein. Fähigkeitspunkte. Super. Schwere Waffe plus, das ist ein Skillpunkt. Waffenausdauer. Why not? Warte mal. Jawohl. Ist halt schade, dass man damit Damage macht. Ich fand das durchaus wesentlich angenehmer mit den Dingsbums. Mit den Bögen und allem drum und dran. Einfach weil ich das. Fand ich toll. Fand ich besser. Ups. Eigentlich wollte ich. Ja, komm, ist egal. So. Quest, Nebenquest. Pausiert, bis Hilla einen Weg über die Berge findet. Okay, Aufträge. 32. Was? Was für eine Stufe bin ich denn? 17. Willst du mich verarschen? Niemandsland. Schätze war eine. Ja, ich meine, da wäre noch was gewesen. Ich bin mit Schattenspitze noch nicht fertig. Warum? Da will ich auf jeden Fall hin. Das machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Ne? Bis dahin, macht's gut.